Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind zu unserer Veranstaltung GU Dialog, der Vortragsreihe des Instituts für Gesellschaft und Digitales. Heute geht es um User Experience Design. Ich muss mal kurz einen Punkt finden, wo ich nicht so in das Beamerlicht schaue. Also, User Experience Design. Wir als Anwender kennen alle, ziemlich wahrscheinlich, Beispiele von Apps oder Webseiten, bei deren Entwicklung die User Experience oder die Nutzerfreundlichkeit nicht unbedingt im Mittelpunkt stand. Ja, also man kennt Apps, die nicht das tun, was sie sollen, oder man kennt Webseiten, die einen zum Wahnsinn treiben, weil man trotz vieler Klicks nie da landet, wo man eigentlich landen möchte. Und um solche Erfahrungen zu vermeiden und wirklich den Nutzer immer in den Mittelpunkt zu stellen, das ist die Hauptaufgabe von gutem User Experience Design. Wie das funktioniert in der Praxis, vor allen Dingen in der Zusammenarbeit mit Entwicklung und Menschen aus der Businessabteilung und auch, dass hinter UX, Abkürzung dafür, noch viel mehr steckt als nur die nutzerfreundliche Bedienbarkeit von Apps, das wird uns Alexander Lehnhardt heute Abend in seinem Vortrag näher bringen. Alexander Lehnhardt hat Kommunikationsdesign an der Hochschule Mannheim studiert und mit einem Master abgeschlossen und schon während des Studiums freiberuflich im Bereich Print und Web gearbeitet. Nach seinem Master hat er in verschiedenen Werbeagenturen als Designer gearbeitet und ist jetzt zurzeit als User Experience Designer bei der Soventa AG in Heidelberg tätig. Wir sind froh, dass er heute Abend hier im GU-Dialog zu Gast ist. Vielen Dank. Dankeschön. Nach dem Vortrag sind wie immer Fragen und Diskussionen herzlich willkommen und anschließend daran gibt es ein kleines Catering im Foyer, wo wir dann die Gespräche noch weiterführen können. Und damit übergebe ich das Wort erstmal an Alexander Lehnhardt. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Hört ihr mich alle? Ja, ihr hört mich. Klasse. Also erstmal vielen Dank für die Einführung und vielen Dank an das komplette GUD-Team für die Möglichkeit, dass ich heute vor euch sprechen darf. Ich duze euch mal heute, ihr dürft mich auch duzen, ich bin der Alex. Dass ihr mir das Vertrauen schenkt, dass ich euch heute etwas erzähle über UX. Ich werde versuchen, nicht zu viele Fachtermina zu verwenden, zu viele englische Begriffe, weil in dem ganzen Business-Denglisch und so weiter wird man da schnell zu verführt. Wenn nicht, fragt bitte nach. Gerne mal Hand heben und so weiter, das ist gar kein Problem, aber ich freue mich jetzt schon auf die Diskussion nach dem Vortrag. Möchte jetzt aber starten mit dem Ganzen und möchte eine Frage vorab mitgeben oder eine Aussage, nämlich die Menschheit digitalisiert sich gerade, vor allem Inhalte und Prozesse. Und dann möchte ich euch fragen, vielleicht geht die Frage so während dem Vortrag mit, macht wirklich jede Digitalisierung einer menschlichen Interaktion Sinn? Das habe ich mich gerade vor kurzem in unserem letzten Projekt diese Frage gestellt. Vielleicht findet ihr eine Antwort, vielleicht finden wir später zusammen eine Antwort. Schauen wir einfach mal. Kurze Frage, wer ist denn intern hier, also von Fachbereich Design und extern? Sehr gut. Also, ja, das ist schon mal gut zu wissen, weil dann, ich habe versucht, so eine Waage zu finden zwischen fachspezifischen Folien und eher auf so einer hohen Flugebene Dinge zu finden, die, damit wir alle einen gemeinsamen Nenner haben. Wenn nicht, fragt einfach nach. So, aber erstmal kurz zu meiner Person, er hat schon ein bisschen was gesagt, aber erstmal zu meinem Werdegang. Ich komme aus dem wunderschönen Rhein-Neckar-Dreieck zwischen Mannheim und Heidelberg, aus einem kleinen Dorf, habe an der FH Mannheim studiert, Kommunikationsdesign, Bachelor und Master. Habe dann während des Studiums schon für den Pizzamann um die Ecke Flyer gemacht, für den Bäcker, für den Partyservice und so weiter. Habe dann auch schon die ersten Kundenkontakte gehabt. Also man muss immer klein anfangen und arbeitet sich dann hoch. Habe dann direkt nach dem Studium als Art Director angefangen in der klassischen Handelskommunikation. Also auch für größere Unternehmen wie zum Beispiel auch Roller und Edeka und Lidl. Und bin danach das erste Mal in Kontakt gekommen mit der Stadt Münster. Ich habe da eine junge Dame kennengelernt bei uns im Rhein-Neckar-Dreieck. Die fand ich so klasse, die habe ich dann 3 Jahre später geheiratet. Danach bin ich zur Soventa AG gegangen und habe mich dort um digitale Dinge gekümmert, wurde dann zum User Experience Designer.
Und so sieht es bei uns aus in Heidelberg. Und was mich antreibt die ganze Zeit, ist nämlich das, in der Werbung habe ich nämlich das vermisst, was ich beim UX gefunden habe. Also ich habe es Carina vorhin schon gesagt, es ist sehr willkürlich, die Werbung. Also man hat teilweise für nur Personen Kampagnen entwickelt, weil es denen hat mehr Rot gefallen als jetzt Grün. Und es war alles so sehr subjektiv und ich habe da drin keine Logik gefunden. Und das nach 4 oder 5 Jahren habe ich gesagt, ich brauche da ein Fundament in der ganzen Gestaltung und habe dann gemerkt, okay, es geht so langsam los mit der ganzen Digitalisierung. Also sprich, die Leute haben iPads, die haben iPhones oder generell Smartphones und Tablets und das wurde auch immer wichtiger. Ich gehöre noch zu dieser Studierenden-Ecke, wo der Professor das erste Mal reinkam und hat gesagt, hey, stellt euch vor, Apple hat ein Telefon rausgebracht. Da sind so Apps drauf, so kleine, viereckige Dinger, da könnt ihr draufklicken, da passieren ganz tolle Sachen. Hab das damals nie so verstanden, aber jetzt so im Nachhinein verstehe ich diesen Impact, der damals eigentlich passiert ist. Warum bin ich eigentlich hier? Ich war dieses Jahr im Sommer, im Juli, bei eurer Absolventenveranstaltung Parcours. Ich wollte eigentlich nur eine halbe Stunde hin, war dann im Endeffekt dann 3 bis 4 Stunden dort, weil ich total begeistert war von eurer ganzen Aufbauten, Darstellungen, Szenerie, von diesem tollen kreativen Spirit. Das hat richtig gut getan nach dieser Berufswelt, wo man auch so ziemlich eingezwängt ist, dass man einfach mal diesen frischen Designwind spürt und einfach mal diese Kraft einfach mal wieder miterlebt hat, wie ihr Dinge ausgestellt habt, wie ihr dahinter stand, hinter Projekten. Das war einfach wunderbar. Und das war auch so, dass ich auch viele UX-Projekte gesehen habe, die wunderbar konzipiert waren, also bis ins kleinste Detail, tolle Click-Dummies, tolle Visualisierungen, super UI. Aber ich habe viele auch gefragt, wie sieht denn eigentlich so eine Entwicklung aus? Oder wie könntest du dir das denn vorstellen? Wie würdest du sowas entwickeln? Wie würdest du da rangehen? Hast du dafür auch schon so ein Konzept? Weil was du am Anfang gestaltest oder konzipierst, wird nie so enden, wie du es dann später entwickelst. Hab dann auch vor kurzem bei euch auf dem Blog, hier Hannelore und Camilla, sind die heute da? Zufällig? Sind nicht da? Ist nicht schlimm, aber ich habe hier die zwei, mit denen habe ich mich auch unterhalten, die App entwickelt haben. Liv heißt es, glaube ich. Ich hoffe, bitte entschuldigt, wenn ich es falsch ausspreche. Ich wollte nämlich auch heute Abend erzählen, versucht eine 500.000 Euro zu finden, versucht jemanden zu finden, der euch das entwickelt für das Geld und lernt auch fleißig dazu, weil gerade da fällt man auch so oft hin und merkt, dass das eigene Konzept vielleicht an manchen Ecken schwächelt oder auch gerade wunderbar funktioniert. Also es bleibt sehr viel in der Entwicklung, entscheiden sich noch so viele Dinge, die echt spannend sein können. So, aber jetzt habe ich von euch gesprochen, jetzt reden wir mal über uns oder über die Firma, wo ich arbeite, bei der Sovanta AG. Möchte euch kurz erzählen, wo wir sind. Wir sind direkt in Heidelberg vor dem Hauptbahnhof, mittendrin, dass die Kunden uns auch gut erreichen, sind in 2 großen Gebäuden drin, haben dort vor Ort ein Design Lab, dem wir angehörig sind, wir Designer, haben dort verschiedene Design Thinking Räume, mit denen wir auch verschiedene Workshops mit den ganzen Kunden machen, mit denen wir über deren Probleme und Lösungen sprechen. Wir haben ungefähr über 100 Kunden, 300 Projekte schon veranstaltet und haben bisher mit diesen ganzen Projekten bereits 1,5 Millionen Nutzer glücklich gemacht. Und unser Gedanke ist immer Simplicity First und wir wurden gegründet mit dem Ziel, das Arbeiten mit Business Software generell zu vereinfachen und neu zu definieren. Wir haben Standorte, wie gesagt, in Heidelberg, in Hamburg und Buenos Aires, das sind einige Entwickler von uns. Und dadurch zur Nähe zu SAP sind wir auch ein starker SAP-Partner, weil auch unsere Gründerväter sind auch ehemalige SAPler. Als ich angefangen habe, vor 4 Jahren, waren wir ungefähr 60 Leute. Jetzt sind wir auf jeden Fall über 130. Nee, wir haben 180 haben wir mittlerweile. Also auch ein Großteil an Werkstudenten. Schwankt ab und zu mal. Aber sonst sind wir rapide gewachsen. Und wie wir UX erarbeiten oder entwickeln, das ist nämlich genau die perfekte Kombination aus 3 Gewerken. Wir haben einmal diesen Bereich Business, also die ganzen Leute, die sich darum kümmern, wie die Wirtschaft funktioniert, also diese ganzen Kunden, die wir bedienen, das sind ja verschiedene Branchen und wir haben auch Spezialisten dafür, die sich darum kümmern oder die gerade diese Insights haben zu diesen Branchen. Dann haben wir unten
Thema Technologie und künstliche Intelligenz. Also die sagen uns die ganze Zeit, okay, das könnt ihr damit machen und damit machen. Also die sagen uns, was ist technisch möglich, und kümmern sich hauptsächlich um dieses ganze Thema Machine Learning, Artificial Intelligence, also AI, künstliche Intelligenz. Und ich gehöre dem Thema Design an, und unsere Aufgabe ist es, immer den Nutzer zu verteidigen. Also immer zu schauen, was ist das Beste für ihn. Und die offizielle Definition von User Experience heißt, User Experience umfasst alle Aspekte der Interaktion des Users mit dem Unternehmen, seinen Dienstleistungen und Produkten. Also es geht jetzt hier nicht um das User Interface, was man am Anfang erstmal denkt, sondern es ist diese ganze Erfahrung mit diesem, es ist auch Markenkommunikation, gehört auch dazu, aber auch generell Thema Wording, dieser ganze Interaktionsflow, also viele Dinge, die man auch nicht visuell sieht, gehören zum Thema Experience dazu. Wie sich so UX die letzten Jahre entwickelt hat, das ist auch so ein bisschen unsere Firmengeschichte. Wir sind nächstes Jahr 10 Jahre alt, und ich glaube, allen Leuten sagt SAP was. Die haben sich 1972 gegründet, und deren Idee war einfach generell geringere Kosten zu erzielen, indem ich einfach Computer zusammenarbeiten lasse, wie zum Beispiel eine Buchhaltung, und das einfach maschinell erzeugen zu lassen oder maschinell ein Ergebnis zu bekommen. Dann ungefähr 2010, als so dieses Thema Tablet, Smartphone aufkam, ging es auch immer wieder darum, dadurch, dass ich ja immer das Telefon vor mir halte und immer nur eine Person vor mir steht oder vor dem Device steht, ging es nur darum, dass wir diese Prozesse und Inhalte auf den Nutzer abstimmen, also dass er wirklich nur das sieht, was für ihn wichtig ist. Dann kam das Thema 2016, 2017 kamen diese ganzen Chat- und Voice-Bots hinzu, Google Home, Alexa, und es fließt so rüber in die künstliche Intelligenz. Also so Chatbots sind zum Beispiel die Dinge, wenn ihr auf eine Webseite geht und unten rechts ploppt immer irgendwas auf, wie bei IKEA zum Beispiel. Ich bin dein digitaler Helfer, was möchtest du bestellen? Welches Regal suchst du zum Beispiel? Und das ging so langsam über in die künstliche Intelligenz. Und gerade in, also wirklich in dem Bereich befinden wir uns gerade. Und wenn diese, die ganzen Dinge halt wunderbar zusammenspielen, dann hat man eine optimale User Experience. Aber ich denke, bevor ich jetzt hier genug Theorie euch erzähle, wird es vielleicht anhand eines realen Projektes klarer. Deswegen möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Ne, Geschichte nicht ganz, aber ein Vorteil oder eine positive Nachricht ist, dass es ein Realprojekt ist, aber eine schlechte Nachricht ist, dass es dass ich euch leider nicht die reale Marke sagen darf, sonst kriege ich juristisch Probleme. Aber von daher soll es dem Ganzen nicht im Wege stehen. Aber die Ausgangssituation. Vor kurzem, einem Jahr, kamen die Fahrradwerke Münster GmbH auf uns zu. Die haben jemanden gesucht, der für die eine Art von Applikation entwickeln. Wir wissen noch nicht, welche Richtung, aber eine Art von Applikation. Wir haben diese Wanta AG in Heidelberg gefunden. Haben natürlich auch andere gefunden. Ich habe dann auch ein Gespräch mit denen zusammen. Und wir konnten uns gut herausstechen, und wir konnten die auch überzeugen. Also eine Art von Pitch, sage ich jetzt mal. Aber nicht so wie eine Werbeagentur, dass du mit fertigen Produkten hingehst, sondern dass du einfach davon überzeugst, wie eine Vorgehensweise ist und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, setzen wir uns zusammen, haben uns getroffen, in Heidelberg, haben miteinander gequatscht und haben uns erstmal kennengelernt, vor allem auch menschlich erstmal kennengelernt, weil das Projekt ja auch schon auf ein Jahr angesetzt ist, da soll man sich natürlich auch verstehen können. So, und das eigentliche Problem muss man ja auch erstmal definiert haben, und jeder muss ein gleiches Bild von diesem Problem haben. Und das macht man mit sogenannten How Might We Questions. Und diese Fragestellung kann so aussehen: Wie können wir den Fahrradwerken Münster helfen, alle Händler schnell und einfach zu informieren und auf internen Händlermessen teilzunehmen? Also ich muss mal kurz vielleicht mal von vornherein sagen, wir befinden uns nur im B2B-Bereich, also im Business-to-Business. Also wir haben jetzt hier in dem Fall kein Endkunde, wie ihr jetzt draußen zum Beispiel seid, wenn ich zum Beispiel ein Duschgel bei DM verkaufe. So, das ist dann B2C, aber B2B ging es jetzt wirklich nur darum, dass die Fahrradwerke Münster
also mit ihren Händlern zusammen ideal kommunizieren können und da auch ein gewisses Markenverständnis herstellen können. Also eine App für die Händler, um zum Beispiel Fahrräder nachzubestellen, Ersatzteile, aber auch in dem Fall, initial war das Projekt so angedacht, dass es eine Händlermesse gab, eine initiale, eine sehr wichtige initiale Händlermesse. Und dafür wollten die eine App rausbringen. Und natürlich ist es so, dass jede Firma hat ja einen festgelegten Prozess. Und dieser festgelegte Prozess sieht bei uns nämlich so aus, dass wir mit dem Kunden zusammen erstmal ins Design Thinking gehen. Das heißt, wir gehen in eine kreative Problemfindung oder eine gemeinsame Problemfindung. Wir gestalten ein gemeinsames Bild von dem eigentlichen Problem und von der Lösung. Dann gibt es Design Scoping, das ist eine Art Anforderung an diese Applikation. Und danach gibt es eine agile Entwicklung in Form von Scrum. Und danach wird das Ganze von der App abgeliefert beim Nutzer sozusagen. Und die Fahrradwerke Münster haben uns gesagt, Design Thinking haben wir bei uns intern schon gemacht. Also wir haben eigentlich ein komplettes Gesamtbild von dem Problem, weil es meist auch, das hört sich immer so einfach an, weil jeder weiß, was das Problem ist. Nee, eigentlich nicht, weil wenn da Unternehmen sind, die mehrere tausend Angestellte haben und es gibt verschiedene Fachbereiche und die haben unterschiedliche Vorstellungen von der neuen Applikation, da kann jetzt auch mal politisch so richtig Knatsch kommen. Und deswegen ist es immer wichtig, dass alle Teilnehmer oder alle Entscheidungsträger sich an den Tisch setzen und erstmal zusammen alles mal runterbrechen und sagen, was ist das eigentliche Problem und was wäre denn eigentlich für uns die richtige Lösung? Also das Thema haben wir schon erledigt. Also haben wir gewusst, okay, wir müssen beim Design Scoping weitermachen, also sprich die Anforderungen für die App definieren. Und was beinhaltet das eigentlich? Beim Design Scoping geht es eigentlich darum zu sagen, wer sind denn die User von der App? Was ist denn die Technologie, auf der wir aufbauen? Was ist denn der eigentliche Ist-Prozess, wie momentan Händler mit den Fahrradwerken Münstern kommunizieren? Und wie soll der neue Prozess sein? Also vorher, sprich Ist-Prozess, die Leute rufen an, kommunizieren miteinander. Kann ich das auch über eine App abbilden? Nur als Beispiel. So. Das heißt, wir haben mit denen telefoniert, haben gesagt, okay, kommt doch nach Heidelberg mit tollem Schlossblick und ihr dürft den ganzen Tag oder zwei Tage mit uns komplett Workshop machen. Das wird toll. 6 bis 10 Personen waren wir dann insgesamt. Und diese 6 bis 10 Personen haben sich aufgeteilt in nur einen Moderator. Das ist meistens Designer, erkennt man hier am Schal. Ne? Der moderiert auch meistens. Dann haben wir immer einen Entwickler dabei. Natürlich während dem Projekt ändert sich nochmal diese Gewichtung von Entwickler und Designer, aber wir haben am Anfang schon einen Entwickler da, der schlägt nämlich meistens immer die Hände über den Kopf zusammen, wenn wir Designer uns total bekloppte Dinge überlegen, muss total fliegen, dann denkt er, oh mein Gott, das wird teuer und wie soll ich das bloß umsetzen in der Zeit? Dann haben wir einen Business-Experten, der kennt sich komplett in der Fahrradbranche aus, also auch neutral, der weiß, um was es geht, der kann mal seinen Senf dazugeben, und kann auch sagen, okay, in welche Richtung geht denn diese ganze Fahrradbranche? Und was wir auch immer machen, wir haben einen Fachbereich bzw. Händler. Also wir nehmen auch, wenn es hoffentlich immer klappt, nehmen wir immer eine Person mit, für die App gedacht ist. Weil die immer wunderbar den Kontrast widerspiegelt. Meistens ist es nämlich immer so, dass der Kunde immer denkt, er kennt seine Zielgruppe, aber meistens haben wir da eine starke Abweichung. Also sprich Betriebsblindheit. So, die haben wir eingeladen, sind alle bei uns im Zug angekommen, laufen rüber in den 10. Stock und dann geht's los. Wir haben vorher natürlich schon vorbereitet alles. Es gibt verschiedene Toolsets, mit denen wir diese Herangehensweise oder beziehungsweise dieses Scoping genauer definieren können. Also wir haben viele auch Werkstudenten, die dann schöne Plakate malen, es wird bunter, wir haben viele Post-its und so sieht das Ganze nämlich aus. Ne, also setzen uns zusammen, alles sehr Timeboxed-Verfahren, also dass wir nicht in langen Diskussionen ausbrechen. Wir kleben, das sieht erstmal lustig aus, ne, aber
Das Tolle ist, man kann komplexe Sachverhalte komplett runterbrechen auf ein kleines Post-it und wir gehen sehr visuell ran. Also die Leute müssen auch zeichnen. Die Leute haben auch immer sehr viel Angst zu zeichnen erstmal, weil die Leute schreiben und schreiben und schreiben. Aber mit hier in dem Fall, wenn sie das schon sehen, sie merken die auch, es ist eigentlich gar nicht so trocken, unser Problem oder unsere Herangehensweise. Und es geht dann meistens immer ja, 6 bis 8 Stunden mit einem gemeinsamen Mittagessen. Und das Tolle an dieser ganzen Geschichte ist, ganz am Ende haben wir ein gemeinsames Bild. Wir reden über die gleichen Visualisierungen. Und in der Zeit ist es auch so, dass sehr oft passiert, dass die Kunden sich das erstmal auch zusammensetzen dort und dass sich auch erstmal fetzen, so ungefähr 10 bis 15 Minuten, weil sie eigentlich gar nicht wissen, oh Gott, um Himmels Willen, um was geht es denn hier eigentlich heute? Also sie wissen schon, um was es geht, aber diese Linie zu finden, also es ist auch sehr viel Politik dabei, also es ist auch sehr Menschenkenntnis geladen, sage ich jetzt mal. Also da lernt man auch sehr viel dazu als Designer. Und man versucht das erstmal zu vermitteln als Designer. Genau. Und was ich auch noch sagen wollte, gerade dieses Thema Politik, wenn die Leute zu uns kommen und mit uns diesen Design Thinking Workshop machen, wenn alle, das heißt Leave Titles at the Door, wenn alle Namen wie zum Beispiel Doktor, Professor und so weiter und so fort und alles sie, wird alles an der Tür draußen gelassen und wir müssen uns alle duzen, alle auf einer Ebene, weil dieses sie und du und Herr Doktor, das sind so starke Barrieren, wir lösen uns komplett. Und wenn die Leute dann aus dem Workshop rausgehen, dann ist wieder, da können sie sich ja wieder siezen, aber wir müssen auf einer Ebene bleiben. Was auch immer wichtig ist, das habe ich jetzt bei dem Workshop auch gemacht, bei den Fachhandwerken Münster, die Leute, wenn die rankommen, die sind so betriebsblind, die müssen jetzt erstmal komplett inspiriert werden. Die müssen wissen, was ist möglich, was ist da draußen los in Sachen Apps. Also die müssen so ein bisschen, ich sage jetzt mal, angefixt werden, ne? Damit es auch Spaß macht, damit die auch viel mehr motivierter da reingehen. Und viele von euch kennen bestimmt auch Dribbble. Und bei Dribbble habe ich dann auch mal geschaut, was gibt es denn da so für Apps? Hier geht es auch gar nicht um die Farbe oder generell um die Gestaltung, da geht es nur um die Funktion. Wenn hier so eine Veranstaltungs-App ist, wie kann ich etwas buchen, wie sieht ein Timetable aus oder auf der rechten Seite, wie sieht hier ein Buchungsverfahren aus, generell, wie kann ich Services hinzufügen und auf der rechten Seite habe ich auch was Fahrradspezifisches gefunden, wenn ich zum Beispiel Ersatzteile bestellen möchte, wie kann sowas aussehen, also wie gesagt, hier geht es nicht um die Farbe, hier geht es um die Interaktion, um das Fließen, also ihr merkt auch, die ganzen Prozesse fließen ineinander. Das ist eigentlich eine seamless User Experience in dem Fall. Und was jetzt gerade so total in ist, was sie alle gesagt haben, wir müssen was mit Augmented Reality machen. Das ist super. Das ist total geil. Das ist die Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird. Das müssen wir mitmachen. Und ich so, ja, mach mal langsam. Ne? Aber ich inspiriere euch mal damit. Okay. Hab dann ein Fahrrad gefunden, wo theoretisch der Händler was abscannen kann. Kann sich die Teile anschauen, auch wie er was reparieren muss und so weiter. Wie ist sowas aufgebaut, wenn er mal nicht weiß, wie er sein Fahrrad zu reparieren hat. Ja, das fanden die auch ganz klasse und das machen wir und das machen wir. Und dann bis dann die Hochrechnung kommt, was es kostet und dann lassen wir es wieder fallen. Aber das kommt ja erst später. Aber die Leute gehen viel motivierter in diesen Workshop rein und sind viel inspirierter und das hilft schon eine Menge. Aber das sind die Momente, wo der Entwickler dann die Hände über den Kopf zusammensteckt. Spinnst du? Wie kannst du sowas vorstellen? Okay, das war die Inspiration. Jetzt kommt der User. Wir haben ganz viele User erstmal auf der Welt. Die werden auch immer jünger, die User. Die werden aber auch, es gibt auch ältere User. Ihr kennt die Diskrepanzen. Nicht nur vom Alter, auch vom generell, wo die Leute arbeiten. Das heißt, ich habe den Fahrradmärkten Münster gesagt, oder wir haben denen gesagt, wir müssen jetzt mal so 3, 4 Hauptzielgruppen definieren, damit wir auch wissen, wie ticken die eigentlich. Also gibt es eine sogenannte Empathy Map. Diese Empathy Map zeigt uns, wer ist denn dieser typische Nutzer? Und da habe ich mal geschaut, wie heißen die bei euch in Münster so, die Leute? Stefan Kötter-Heinrich. Der ist 45 und seine Rolle, er hat eine Fahrradwerkstatt im Kreuzviertel und sein Hintergrund ist, er übernimmt den Laden seines Vaters,
Er ist stolz auf seine Heimat, ist verheiratet und hat 2 Kinder. Seine Hobbys sind natürlich Fahrradfahren, er ist Familienmensch. Er ist digital interessiert, fährt natürlich gerne Fahrrad und ist öfters beim Kiepenkerl anzutreffen. So. Was denkt und was fühlt er denn? Er möchte gerne diese Chancen dieser Digitalisierung nutzen. Er hat aber auch Angst, was zu verpassen. Und er möchte seinen Vater stolz machen. Also er möchte die nächste Generation erfolgreich übernehmen. Was sagt er und was tut er? Er trennt sich von alten Prozessen, also sprich alle Leitsordner raus und führt neue ein. Was hört er? Seine Familie unterstützt ihn. Sein Vater wünscht sich, dass es im gleichen Sinne fortgesetzt wird. Wie digital ist er denn? 45 ist so ein Alter, da waren wir auch draußen oft spielen, ohne Smartphone. Aber er könnte auch ganz gut ohne Smartphone, vorstellen, aber er kriegt es auch mit von seinen Kindern und er möchte es auch nicht verpassen, also so ein Mittelweg. Und seine Ziele, er möchte diese neuen Kommunikationskanäle nutzen und er möchte auch digital mitschwimmen. Aber er hat aber auch Angst. Und Angst, diesen digitalen Zug zu verpassen. Und er hat Angst, dass die jungen Studenten mit den Fahrrädern nicht zu ihm kommen und dass er nicht mehr in dieser Szene sein kann. Und wenn wir das machen, also das dauert ungefähr, ich sage jetzt mal so eine halbe Stunde, bis wir so 2 Personas haben oder 2 User definiert haben, dann kriegt man auch ein Bild, wer eigentlich vor diesem Smartphone sitzt und die Hintergründe da sind. Und es hilft wahnsinnig, sich da reinzudenken. Was wir auch machen, ein sogenanntes Shadowing. Also wir begleiten auch diesen Stefan. Also sprich, wir sind ins Kreuzviertel gegangen, zu seiner Fahrradwerkstatt, haben uns da ein bisschen umgeschaut einen ganzen Tag lang, sind meistens 2 Designer und haben Notizen gemacht. Wir haben geschaut, wie arbeitet er den ganzen Tag. Wie ist denn seine Kommunikation, wenn er Ersatzteile braucht? Wie redet er mit den Fahrradwerken Münstern? Und wenn er zum Beispiel mit denen telefoniert und dann auflegt, regt er sich dann auf oder ist er happy? Und wir lesen auch viel von seiner Mimik ab. Also ist er genervt, dauert das ewig und muss immer nachfragen von der Bestellung von Ersatzteilen. Also wir haben einfach geschaut, wie ist sein Arbeitsalltag? Das zahlen nicht viele Firmen, aber es passiert immer öfters, dass wir sowas machen, dass wir einfach tagelang die Leute begleiten und schauen, was so passiert. Und diese Insights sind natürlich unbezahlbar, weil die Fahrradwerke Münster wissen eigentlich nie so wirklich genau, wie der Händler, also sprich gegenüber, arbeitet. So, jetzt darf die IT auch mal ran und die IT muss zusammen mit den Fahrradwerken Münstern, also mit deren IT, entscheiden, welche Technologie benutzen wir eigentlich. Und wir unterscheiden da zwischen der nativen App und einer mobilen Webseite. Eine native App ist dann meistens das, was ihr dann runterladet vom App Store, und eine mobile Webseite ist ganz normal, die über Safari aufruft, auf eine Webseite geht und sie ist mobil optimiert. Also sprich, eine native App ist plattformunabhängig. Das bedeutet, ist nicht plattformunabhängig, Entschuldigung. Das liegt nämlich daran, weil man für Android und für iOS getrennte Apps entwickeln muss. Aber hingegen bei der mobilen Webseite, die funktioniert bei allen Plattformen. Da entwickle ich nur eine Webseite, schaue, dass die Responsiveness funktioniert und es wird dargestellt. Eine native App kann wunderbar auf die Gerätefunktionen und Eigenschaften zugreifen, sprich Kamera, Standort, Lokalisierung oder auch diese ganzen Beschleunigungssensoren. Oder wenn ich das Handy drehe um 90 Grad, sehe ich ja teilweise auch ganz andere Inhalte in der App. Also es gibt zum Beispiel so Museums-App, die zeigen dann ganz andere, zeigen Videos zum Beispiel. Das geht wunderbar mit einer nativen App. Die mobile Webseite kann das gar nicht. Präsenz in App-Stores. Klar, native App kann das. Mobile Websites findet ihr nirgendwo in einem App-Store. Die werden höchstens bei Google höher gerankt. Performance ist natürlich auch viel besser, weil wir uns auch immer auf die Devices einschießen und schauen, was können die heutzutage, was ist so state of the art, und nutzen das natürlich aus, wenn da zum Beispiel Animationen drin stattfinden und so weiter. Da wird natürlich die Performance ausgenutzt. Mobile Webseite kann das nicht.
Und das Tolle ist, wenn ihr mal irgendwo seid, wo ihr offline seid, wie auf einer Messe, dann ist das Ganze offline-fähig. Mobile Webseite nicht. Ihr müsst immer wieder die Seite neu aktualisieren und das dauert ewig bei Ladezeiten. Und gerade Thema Digitalisierung in Deutschland, wisst ihr ja gerade, wie schlimm das ist. Kosten um einiges teurer. Die mobile Webseite ist günstiger, natürlich auch durch diese ganzen Baukastensysteme, die es heute draußen gibt. Aber für einen Designer ist das Jackpot, native App. Weil da kann man sich auch wirklich UX-technisch komplett austoben, kann alles machen, wenn der Kunde natürlich auch alles zahlt, natürlich. Aber in dem Fall, die Fahrradwerke Münster hat gesagt, ihr habt 500.000, gebt Gas. Was auch wichtig ist, neben Design, ist die ganze Tonalität der Sprache. Also wie spricht diese App mit dem User? Das nennt man UX-Writing. Zum Beispiel habe ich hier ein negatives Beispiel. Ist diese Lieferung nach USA oder nach Kanada? Abbruch nein, okay ja. Also man fühlt sich nicht wirklich wohl, was man anklicken soll. Es gibt noch schlimmere Beispiele, aber damit ihr ungefähr weiß, worum es geht. Ein gutes Beispiel ist, was Google gemacht hat. Wenn ihr zum Beispiel nach einem Hotel sucht, könnt ihr ja direkt schauen, ob das Hotel verfügbar ist. Zum Beispiel hat jetzt Google da oben hingeschrieben, Book a Room und hat es dann geändert in Check Availability, also buche einen Raum oder check doch mal die Verfügbarkeit. Dadurch war das Engagement um 17% höher. Lag daran, dass bei Book a Room die Leute schon gedacht haben, wenn ich das eingebe, habe ich sofort den Raum gebucht. Aber ich war noch gar nicht so weit in dem Prozess. Ich wollte erst mal schauen, ist da überhaupt mal was frei? Nur langsam. Ne? Und deswegen war die Barriere hier geringer. Und gerade dieses Wording macht so viel aus. Also momentan müssen wir noch ein bisschen für kämpfen, weil dieses Wording wird immer nur sehr sporadisch oder stiefmütterlich genutzt. Aber wenn man mal, also man muss auch schauen, wie die Marke spricht, weil wie zum Beispiel bei IKEA, die spricht schon immer mit Du an, muss man auch schauen, was passt zu den Fahrradwerken Münstern. So. Jetzt geht es darum, wie definieren wir diesen Prozess einer App? Und dafür gibt es die sogenannten User Journeys. Hat das denn schon mal gehört? User Journeys, Customer Journeys ist ein Begriff. Ne? Natürlich entwickeln wir die erstmal, um die Reise eines Users zu definieren. Und so eine Reise kann sein, der User öffnet die App zum ersten Mal, schaut sich eine Veranstaltung an und möchte einen Termin mit einem Referenten ausmachen. Das ist eine Reise. Es kann natürlich mehrere Reisen geben, aber ich möchte erstmal anhand dieses einen Beispiels zeigen, was passiert. Okay, die haben wir alle definiert, haben uns darauf geeinigt. Wir fangen mal mit den ersten 10 Customer Journeys an und ich habe die genommen und habe angefangen zu scribbeln. Ich habe einen Stift genommen, einen digitalen Stift. Früher habe ich einen Stift genommen, jetzt habe ich einen digitalen Stift, weil die Änderungen schneller gehen. Also, der User, dieser Stefan, der öffnet die App zum ersten Mal und sieht ein Splash-Screen. Splash-Screen sind die Dinge, die dir zum ersten Mal sehen, wenn ihr eine App neu startet, die verschwinden auch relativ schnell. Dann gibt es ein sogenanntes Onboarding, also sprich eine Einführung in die App. Und ihr seht auch, das ist alles Lorem Ipsum-Text, Blindtext. Weil ich noch gar nicht weiß, was ich da hinschreibe. Aber ich weiß, dass der Text hinkommt. Müssen wir mal schauen. Dann kommt der User, geht auf so eine Event-Übersicht. So könnte es aussehen, eine Headline, Datum, Ort. Wie kann ich abspringen auf Google Maps? Kann einen Lageplan sehen von der Händlermesse. Vielleicht ein paar Empfehlungen. Und dann komme ich auf so eine Referenten-Detailseite, also von Leuten, die auf dieser Händlermesse was überzählen, über neue Lichter, Lenker und so weiter. Wohin geht der Trend? E-Antriebe. Und am Ende gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, einen Termin vereinbaren mit der Person. Natürlich sehe ich noch ein bisschen Fachwissen, aber das ist mal so ganz grob. Natürlich fehlen jetzt noch ein paar Screens dazwischen. So ganz grob, so eine Customer Journey. Wenn man mal alle mal durchgeskribbelt hat, dann entsteht jetzt visuell diese App. Und wir unterscheiden immer mal in 3 Stufen. Also wir haben erstmal die Skribbelphase. Die Skribbelphase ist das, was ich euch gerade erzählt habe. Da geht es wirklich nur um wirklich
Proportionen, so ein bisschen Aufteilungen, was passiert auf welchen Screens, wie sieht eine Navigation unten aus. Und wenn wir das definiert haben, kommen wir in die Wireframes. Bei den Wireframes, seht ihr, das ist schon fast wie das Fertige, aber nur in Graustufen. Aber hier geht es auch schon um Typografie, echte Texte vor allem, Buttons und viel bessere proportionale Unterschiede. Also es ähnelt sich, also es ist schon ein super Happy Path, wenn sich das ähnelt, sage ich jetzt mal. Und das muss bei uns der Kunde abnehmen. Das muss er unterschreiben und sagen, damit stimmt der Prozess. Also sprich, wenn ich jetzt mehrere Wireframe-Screen hintereinander habe, so Klickpfade und so weiter, dann sagt er, ja, super, passt, Prozess, jetzt kannst du in die Gestaltung gehen. Weil wenn ich jetzt hier schon mit der Gestaltung mit Farben anfange, hier das zu kolorieren, dann drehen die durch und sagen, oh nee, lila gefällt mir nicht und rot gefällt mir nicht. Dann konzentrieren die sich nicht auf den Prozess an sich. Und wenn der Prozess abgesegnet ist, sieht das Ganze farbig aus. Koloriert, definiert. Und es ist im Prinzip diese Herangehensweise. Dazwischen kann viel passieren. Manchmal kann es auch sein, dass wir diesen Teil überspringen, aufgrund von Ressourcen, Zeitmangel und so weiter und so fort. Das muss aber auch der Kunde mit uns entscheiden. So, Designsysteme, schon mal was gehört? Designsysteme, ganz wichtig. Das ist auch für Leute, die es nicht so schon mal gehört haben, was ein Designsystem ist. Stellt euch vor, ihr habt ein Textfeld oder ein Inputfield, wo ihr euren Namen eintragen sollt für ein Formular, wenn ihr irgendwie einen Katalog bestellen wollt oder irgendwas ähnliches. Müssen wir als Designer ja wissen, das sieht so aus, ein Vor- und ein Nachname. Aber ich muss auch wissen, oder der Entwickler muss ja natürlich auch wissen, der fragt mich das nämlich, wie sieht denn das aus, wenn ich da reinklicke und schreibe? Also sprich, ich betone das Feld, weil wenn mehrere Felder nebeneinander sind, weiß ich, das ist gerade aktiv, da drin schreibe ich. Und wie sieht das Ganze aus, wenn es gefüllt ist? Dann ist die Outline dunkel. Aber es kann natürlich auch sein, dass ein Fehler auftritt, wenn der, weil kein Name hat, ein Sonderzeichen drin. Und natürlich ist ein Designsystem viel größer. Da geht es auch um Buttons, da geht es um Checkboxes, da geht es wirklich um auch Kacheln. Also wie verhält sich ein Bild innerhalb einer Kachel, wie wird es skaliert und so weiter und so fort. Und deswegen Designsysteme, es ist eigentlich ein Corporate Design für eine App. So müsst ihr euch das vorstellen. Und wenn das alles mal definiert ist, fragen wir uns, wie kommt das Ganze denn in das Smartphone eigentlich? Also, Design Thinking haben wir erledigt, Scoping haben wir erledigt, jetzt geht es in die Entwicklung. Und wie, das ist ja gerade das Spannende, was ich euch heute erzählen möchte, so eine Entwicklung wird in sogenannten Sprints oder durchgeführt. Ein Sprint war jetzt bei den Fahrradwerken Münstern ungefähr 2 Wochen. Und jeder Sprint baut aufeinander auf und in jedem Sprint wird definiert, was eigentlich zu entwickeln ist. Und bei der App für die Fahrradwerke Münster haben wir ungefähr so 8 bis 10 Sprints. Also sprich mal 20 Wochen mit davor noch Politikum und Geldfreigabe. Also kommen wir schon auf das Jahr, ne? Genau. Aber jetzt geht es ja darum, wir haben eine wunderbare Gestaltung, aber das Problem ist, die Entwickler, die haben da kein Gespür für. Es tut mir jetzt leid, wollte es nicht böse sein, aber die können nur in, ich sage jetzt mal ganz rudimentär, 1.0.1.0 denken. Tut mir leid, aber wir müssen es denen ja irgendwie erklären. Wir müssen denen ja sagen, dass das rot ist, dass das grau ist und das Icon hat die Größe und wir nehmen die Schriftart. Und deswegen habe ich angefangen und habe gesagt, okay, wir fangen jetzt an, erstmal die Navigationsleiste zu definieren und die packt man in sogenannte Tickets. Und ein Ticket beschreibt immer ein Element der App. Mal unterschiedlich groß, mal klein. Ist so ein Ticket, es gibt viele Untertickets, die ineinander abhängig sind und so weiter und so fort. Aber man fängt erstmal ganz oben an und sagt, okay, wir machen es erstmal Design, dann die Navigation und die ganze Zeit. Also habe ich mich, ich habe ja diese ganzen Scribbles erstellt, diesen ganzen Prozess, ich hatte alle Screens vor mir in den Gedanken, natürlich nicht alle koloriert, aber in den Scribbles zumindest, also habe ich mich 2 bis 3 Tage hingesetzt und habe die ganze Zeit nur geschrieben. Und wie ist denn so ein Ticket aufgebaut? So ein Ticket hat eine sogenannte
User Story, wahrscheinlich für einige auch bekannt. Und in dieser User Story schreibe ich, als User möchte ich eine Navigation sehen, um in alle Bereiche der App zu gelangen. Dann gibt es sogenannte Akzeptanzkriterien, in denen wird genauer definiert, wie die Navigation nochmal zu funktionieren hat. Der User gelangt bei Klick auf das jeweilige Tab unten in die jeweilige definierte Sektion. Die Navigation ist auf jeder Seite ersichtlich. Und bitte benutzt doch das Designsystem für unterschiedliche Zustände. Also sprich gefüllt, aktiv und so weiter. Und dann gibt es sogenannte UX-Artefakte. Das sind die ganzen Links zu diesen Mockups, zu diesen Visualisierungen, wie das aussieht. Dazu zeige ich euch gleich nochmal was. Da gibt es noch Abhängigkeiten. Also die Entwickler können nicht starten, wenn das Marketing von den Fahrradwerken Münstern keine Icons geliefert haben, weil die haben schon Icons, die würden wir gerne verwenden, oder nicht deren Hausschriftart schicken. Woher fange ich nicht an? Dann gibt es noch einen Beauftragter, der sich um das Ticket kümmert. Das ist meistens ein Designer, ein Entwickler, ein Business, eine Businessperson. Und dann gibt es nochmal einen Status. Also ganz zu Beginn sind die grün und je später es wird oder je näher wir ans Sprintende kommen, desto roter wird das Ganze. So, jetzt nochmal zu diesen UX-Artefakten hier in dem Fall. Ich möchte euch kurz mal zeigen, wie ein Designer arbeitet. Wir arbeiten, Sketch kennt ihr teilweise? Wunderbar. Wir arbeiten mit Sketch und auf Sketch habe ich die Scribbles angelegt, ich habe die Wireframes angelegt, ich habe auch die Mockups angelegt und dann für eine größere Kollaboration mit anderen Designerkollegen ist es nämlich so, dass wir, also hier sind nochmal für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, Sketch, also ich kann hier wirklich jedes Element definieren, von Schriftarten, von Ausrichtungen, von Größen, kann auch das Designsystem in dem Fall integrieren, kann auch Dinge raus exportieren. Wir nutzen Abstract, um die Kollaboration mit anderen Leuten, auch mit den Entwicklern vor allem zu gewährleisten. Das heißt, wir laden es in die Cloud hoch, und die Entwickler bekommen dann diesen Screen zu sehen. Und da gibt es einen sogenannten Inspect Mode. Der ist da oben. Da klickt man drauf und zack, wenn man jetzt über diese Elemente rüberfährt, seht ihr, dass der Entwickler genau sehen kann auf der rechten Seite, wie die Abstände zueinander sind, welche Schriftart definiert ist. Ja? Und er kann sich den CSS-Code rauslesen. Also es ist genau diese Brücke von Design zu Informatik. Und je enger oder je geringer oder entspannter diese Nahtstelle ist, desto einfacher verstehen die uns auch. Das haben wir jetzt bei einem gemacht. Also habe ich ungefähr 150 Tickets geschrieben. Also die ganze Zeit nur schreiben, schreiben, schreiben. Also, aber jetzt müssen wir ja irgendwie dann noch Struktur noch reinbekommen in das Ganze, mit diesen ganzen Tickets. Also mit welchen Tickets fangen wir an, mit welchen Tickets hören wir auf und welche werden nochmal unterschiedlich priorisiert, da gibt es das sogenannte Backlog. Das wird jetzt ein bisschen fachspezifischer, aber ich will es euch einmal zeigen, damit ihr wisst, wie sowas entwickelt wird. Stellt euch vor, alle Tickets kommen in einen sogenannten Pool. Dieser Pool ist das sogenannte Backlog. Ich habe jetzt mal hier drei exemplarische Tickets, die generelle Navigation, Farben, Schriften und eine beispielhafte Profilseite von dem Nutzer. Da gibt es die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn ich jetzt das erste anpacke, die Navigation, ihr müsst euch so vorstellen, wenn ich 8 bis 10 Wochen entwickle und da drin ist der Pool, keiner weiß mehr genau, wie viel Detailgrad in dem Ticket steckt. Also die werden einfach erstmal geschrieben, initial, aber wir müssen nochmal zusammen drüber schauen, ob wir an alles gedacht haben. Das Tolle ist, wenn ich so ein Ticket schreibe, dann überprüfst du dich auch selbst von der Designkonzeption. Habe ich an alles gedacht? Sind an alle Fälle gedacht worden? Aber habe ich wirklich alle Worst Cases mitbedacht? Genau, deswegen gibt es so diesen Pool bereit zum Feinschliff. Ich packe das rein, unterhalte mich nochmal aktuell mit den Fahrradwerken Münstern und sage, ey, passt das für euch noch, die Navigation? Oder fällt was weg? Das ist auch schon oft passiert. Und wenn das dann soweit klar ist, ist es auf dem Sprungbrett, bereit für den Sprint. Und wenn wir dann sagen, ja, cool, Navigation ist ganz wichtig, das machen wir in den ersten Sprint rein. Weil eine App ohne Navigation, wenn wir die ganz am Ende entwickeln, macht ja auch keinen Sinn. Also
packen wir das in den Sprint X oder Sprint 1 und die anderen Sachen laufen so durch. Oder es kommt immer wieder was Neues hinzu, wie zum Beispiel dieser ganze Prozess Login, Register, meistens immer noch von anderen Leuten abhängig oder von anderen Firmen abhängig. Aber so geht es Schritt für Schritt weiter. Genau. Und jetzt, wir haben das geklärt und wir können starten mit dem ersten Sprint. Das heißt, wir haben hier 2 Wochen. Ups, Entschuldigung. In der Mitte wird nochmal refined, also sprich, wir schauen nochmal drüber und bereiten auch parallel schon den nächsten Sprint vor. Und am Ende gibt es so eine Art Review und ein Planning. Also sprich, wir starten Kunde, Business, Entwicklung und Design rasenlos. Jeder hat seine eigenen Tickets und werden auch nochmal untereinander hergeschoben. Und es ist erstmal entspannt, weil jeder muss sich mal so ein bisschen finden, wie ticken Fahrradwerke Münster, wie ticken wir, wie tickt die Entwicklung, wie tickt Business, wie was denken die Entwickler über uns, Designer, wir ärgern uns und dissen uns zwischendurch. Aber ist alles liebevoll gemeint. So, dann treffen wir uns zum Refinement und dann sagen, okay, wie sieht es denn im nächsten Sprint aus? Sind wir eigentlich alle auf Kurs? Müssen wir was abbrechen? Oder der eine ist dann krank oder er wird abgezogen für ein anderes Projekt. Also die ganzen Dinge fließen damit rein. So, dann geht es weiter Richtung Sprintende. Sieht erstmal zunächst alles gut aus, hat gepasst. Und kurz vor Sprintende kommt dann meistens auch der Kunde zu uns oder wir gehen zum Kunden und stellen genau das vor, was wir eigentlich entwickelt haben in den 2 Wochen. Deswegen wird es nochmal einen Tag vorher hektisch. Da gehe ich auch meistens früher ins Büro, auch bei den Fahrradwerken Münster, habe gesagt, oh, das müssen wir jetzt noch schnell fertig machen, die müssen einen guten Eindruck von uns haben. Passt. So, und am Ende sind wir happy und haben dann auch nochmal ein offenes Ohr gegenüber und wir sagen auch ganz ehrlich, was schlecht gelaufen ist. Wie zum Beispiel die Erreichbarkeit von uns Designern, vom Kunden. Wir meckern auch mal beim Kunden, sagen, ihr habt uns die Sachen nicht geliefert, deswegen konnten wir es nicht einhalten. Das kostet uns jetzt so und so viel 1.000 Euro mehr oder so viele Personentage mehr. Genau. Aber jedes Ticket hat nochmal einen eigenen Status, sage ich jetzt mal. Oder es gibt dieses sogenannte Sprintboard und diese Tickets müssen von links nach rechts. Also was ist denn zu tun? In dem Fall die generelle Navigation, die ist im Vorgang, die ist implementiert vom Entwickler, die ist in der Code-Nachbereitung, in der Design-Nachbereitung, wo ich dann sitze, schicke ich es aber nochmal zurück, weil es die Entwickler nicht perfekt umgesetzt haben. So, weil die Schriftgröße um 3 Pixel zu klein ist. Also das sind ja meistens so, und am Ende hat es funktioniert und fertig ist es. Also es ist wirklich so, dass Entwickler teilweise dann auf andere Dinge achten, denen ist viel wichtiger, dass es richtig implementiert ist, verstehe ich auch völlig, aber ich muss am Ende schauen, okay, ist es genau wirklich das, was der Kunde im Mockup abgesegnet hat. Und wenn es dann eine Abweichung gibt, dann denkt er, was wollen das? Also, verstehe ich nicht. Die anderen Sachen, die laufen so durch, das ist alles perfekt. So, und das haben wir jetzt 8 bis 10 Wochen gemacht. Und jetzt geht es darum zu sagen, okay, die App ist soweit vorführfähig, sage ich jetzt mal. Und jetzt müssen wir es auf die Straße bringen. Wir müssen wirklich so schnell wie möglich schauen, was passiert denn mit den Nutzern? Wie arbeiten die damit? Also wie gesagt, auf die Straße bringen. Und es geht ums Testen, Testen, Testen. Nur beim Testen finden wir wirklich heraus, ob es funktioniert oder nicht, weil nach ungefähr einem Jahr ist man sehr betriebsblind, was man da entwickelt hat. Man hat keine Ahnung mehr, um was es überhaupt geht. Manche Leute sagen auch, es ist das sogenannte Roasting. Also man sitzt wirklich da und hat wirklich Angst, oh mein Gott, klickt der richtig? Versteht er den Button, den ich da gestaltet habe? Versteht er diesen Text und versteht er den Prozess? Und ja, okay. Also haben wir uns vorher nochmal hingesetzt und haben gewusst, es ist jetzt so eine kleinere Händlermesse in Münster und die können wir doch nutzen. Das sind ungefähr 1.000 Leute, 1.000 Händler aus der Region, aus dem Münsterland. Und da könnten wir es doch mal vorab testen, bevor wir die App in den App Store geben, weil das Problem ist, wenn du es vorher in den App Store gibst, kann es natürlich sein, wenn es nicht getestet ist, dass die Bewertungen ziemlich schlecht sind im App Store. Und deswegen wird es keiner mehr runterladen. Das wollen wir ja vermeiden. Also bin ich bewaffnet mit 3 anderen Designkollegen losgegangen, habe ich mit einem Tablet und noch einem iPhone, also einmal Android und noch Apple dabei gehabt, damit wir auch die verschiedenen Plattformen checken können.
Und wir hatten einen standardisierten Fragebogen. Und dieser standardisierte Fragebogen war oder hat begonnen mit einer Aufgabe: öffne die App, geh auf eine Veranstaltung und schaue dich etwas um. Und dann probiert er so ein bisschen. Wir hatten natürlich nur 5 bis 10 Minuten Zeit pro User. Dann war die Frage: erkennst du die Marke der Fahrradwerke Münster in der App wieder? Also passt das Design, also die CI, CD? Hast du eigentlich alles in der App gefunden oder fehlt dir irgendetwas? Wie handelst du denn die Performance der App? Also wir sehen das dann auch, wenn ich sage, klick mal auf diesen Button und er klickt da rum und es passiert nichts und dann weiß ich ja genau, ich muss vielleicht den Klickbereich erhöhen und so weiter. Würdest du die App nutzen, um dich auf weitere Fahrradmessen vorzubereiten? Würdest du die einem Händlerkollegen weiterempfehlen? So, wir hatten jetzt ungefähr, da waren ungefähr, habe ich ja gesagt, 1000 Leute, haben aber 50 Leute geschafft, das war schon mal ganz gut. Eigentlich ist es besser, wenn wir so um die 200 bis 400 haben. Und das sah dann so aus. Ich habe mich hingesetzt mit der einen Person. Das war auch sehr international. Es waren teilweise auch Leute, Händler da aus dem Ausland. Die haben die App da unten gehabt. Ich habe meinen Fragebogen gehabt und ich habe die befragt. Und wie gesagt, 50 hat man geschafft. Also nach so 6 bis 8 Stunden nur fragen und immer wieder das Gleiche machen, das ist schon ziemlich anstrengend. Danach ist man auch ziemlich gebeutelt. Und wir haben die ganze Umfrage mit Qualtrics gemacht, ein Umfragetool, um die Customer Experience zu messen. Und natürlich kamen dann immer wieder die Ergebnisse rein. Und dann haben wir geschaut, wow, super, wie sind denn so die Bewertungen gewesen? Ja, wir haben jetzt hier 4 Sterne, der UX-Score war 4,1 von 5, hat uns schon mal beruhigt und wir haben die verschiedenen Altersgruppen gehabt. Also man hat dann auch schon gesehen, ja, der Bereich, der war eigentlich so ziemlich affin, was App angeht. Und den musstest du viel erklären. Ne? Das heißt viel, aber ein bisschen mehr als den anderen. Dann wird das auch aufgeteilt in Promoter und Passive. Also die, die super zufrieden waren, die werben auch für die App. Da gibt es auch verschiedene Bereiche zum Beispiel, die für uns notwendig sind, die interessant oder spannend war für diese ganzen Händler. Und wenn wir das mal in Ruhe besprochen haben mit dem Kunden und wir uns da nochmal reingelesen haben, dann wussten wir eigentlich schon, ja, mit der Konzeption, mit der App, waren wir auf dem richtigen Weg für die Fahrradwerke Münster. So, aber jetzt diese Ergebnisse, die wir haben und die Probleme, die müssen ja auch wieder irgendwie in die Entwicklung rein. Also haben wir wieder geschrieben. Schreiben, schreiben, schreiben. Das sind dann sogenannte Change Requests, die man hat, wie zum Beispiel, die Navigation ist mir zu klein, ich konnte sie nicht lesen, ich habe das Icon nicht verstanden. Okay, also machen wir es nochmal neu. Ich habe mich so persönlich in das Icon verliebt und in die Farbe. Nee, müssen wir ändern, schade, aber ich sehe es ja ein. Also gingen die ganzen Sachen wieder ins Backlog. Anpassung Navigation, Anpassung Farbenschriften. Das war jetzt nicht so krass, aber Anpassung Profilseite, Anpassung Kontext und so weiter. Und die Hauptergebnisse basieren auf diesen User-Tests. Ihr könnt euch vielleicht nochmal erinnern an dieses Terminvereinbaren. Was herausgekommen ist, was eigentlich so jeder gesagt hat: ach, eigentlich habe ich den Termin schon längst mit meinem Ansprechpartner persönlich ausgemacht und ein paar Worte gewechselt. Eigentlich brauche ich das gar nicht. Wir haben so viel Energie da reingesteckt in die Entwicklung, dass das funktioniert, dass wenn ich da auf Termin verarbeiten klicke, dass beim anderen im Outlook ein Termin auftaucht, ich muss den bestätigen, ich kriege eine Rückmeldung in der App. Tagelang, ja, eigentlich Geld verbraten, ne? Und Konzeption und, ja, also deswegen zur Frage am Anfang, macht wirklich jede Digitalisierung einer menschlichen Interaktion Sinn? Ja? Dadurch kam mir die Frage zu. Und da ihr jetzt so ein bisschen gemerkt habt, wie so Designer arbeiten, möchte ich uns ein bisschen aufs Korn nehmen und möchte euch ein kleines Video zeigen. Aber ich sehe gerade, ich habe nicht so viel Sound hier, aber ist nicht schlimm, ihr habt da Untertitel. Art Director, Creative Leader, Idea Assistant. Classification of UX Designers is constantly evolving. This example might seem like a new trendy
This is in fact an old school design. Notice how the wallpaper on his Macintosh says Comic Sans, but the artwork itself is not composed of that particular font. This is considered funny by his peers. This specimen has unfortunately fallen into a state commonly known as pixel paranoia. Lizzie is contemplating whether this button should be here, or there, here, or there. This kind of aesthetic compulsory behavior separates him from the UX architect. This peculiar being spends most of his time writing reports, which enables him to answer any question with a reference to a theoretical study. A side effect of this obsession is the lack of certain other skill sets. A crucial moment in the lifespan of the UX designer is the usability test. Roasting. This is where all useless for a second. From the user, and it's back to the drawing. Master. This designer will have to face a demoralizing process of coming up with a better solution. Devastating. If you spot a UX designer interacting with common, it is likely seeing a ritual, a workshop. The workshop consists of a small separated pack, writing as much as possible sticky pieces of paper, often followed by the pack, decorating the walls of their current habitat with these vibrant. Why they display this sort of behavior. These rituals often include awkward choreographic exercises suited to enhance creativity of the tiny. Result, quite extraordinary display of human behavior. Only time will tell how many viable ideas or maybe yet another two job title to this. Vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte euch etwas beibringen. Noch kurz als Abschluss. Ihr könnt mich jederzeit kontaktieren. Gar kein Problem. Ihr findet mich auf Xing, auf LinkedIn. Und unser Design Lab schreibt auch viele Artikel über UX in Medium. Und was ganz wichtig ist, was ich euch sagen möchte: Wir brauchen Praktikanten, Werkstudenten und Festangestellte. Also ihr könnt euch jederzeit bei uns bewerben. Schreibt uns einfach an, schickt eine tolle Mappe mit, ganz entspannt anrufen, E-Mail schreiben und würden uns freuen, wenn wir vielleicht nicht unbedingt immer Studenten von der FH Mannheim da haben, sondern auch von der FH Münster. Und von daher tausend Dank fürs Zuhören und jetzt freue ich mich auf die Diskussion.